So, komme ich jetzt mal kurz zu meiner Boxy-Box, die immer wieder wurde ich gefragt, wie sie sich denn anfühlt, wie, ob ich sie empfehlen kann. Und im Grunde genommen, um es gleich vorwegzunehmen, ich kann es eigentlich sehr wohl empfehlen. Ich wollte jetzt einmal kurz hier kurz zeigen, wie es bei mir auf meiner Boxy-Box aussieht. Die Boxy-Box ist eigentlich eine kleine schwarze Box, auf der man sich die Filmsammlung anschauen kann. Dazu gehören natürlich dann auch die Serien dementsprechend und auch die Musiksammlung. Allerdings kann die Boxy-Box noch wesentlich mehr. Sie kann auch noch Apps darstellen. Sie ist Social Media ziemlich kompatibel. Das heißt Facebook, Twitter, diese Geschichten, Google Buzz. Ich stelle es euch einfach einmal kurz vor. Das heißt, hier haben wir am Anfang, das ist der sogenannte Homescreen. Das heißt, das Menü, was wir am Anfang sehen, wenn wir die Boxy-Box starten. Oben haben wir verschiedene Buttons und unten sehen wir jetzt in diesem Fall drei verschiedene YouTube-Videos. Die werden uns willkürlich vorgeschlagen. Hier kann man dann auch nochmal ein bisschen hin und her switchen. Könnte sich jetzt hier diese YouTube-Videos anschauen, wenn da was Interessantes dabei ist. Ist eigentlich von mir persönlich jetzt nicht so oft genutzt, ist allerdings relativ nett, weil ab und zu doch mal was Interessantes dabei ist. Gehen wir auf den ersten Menüpunkt ganz links. Nennt sich in diesem Fall Freunde. Ich habe jetzt das deutsche Interface bei mir eingerichtet. Wenn wir da mal draufklicken, dann sehe ich jetzt hier alles das, was über Facebook und Twitter von meinen Freunden an Videos gepostet wurde. Hier jetzt zum Beispiel ein Musikvideo, was ich jederzeit starten kann. Das wird jetzt direkt einmal von YouTube aufgerufen. Dauert beim ersten Start einen kleinen Moment, allerdings haben wir das relativ schnell überbrückt. Und man sieht jetzt eigentlich, er macht jetzt einmal kurz eine Internetpause auf, ruft jetzt allerdings, ohne dass ich jetzt irgendwas anderes klicke, direkt das Video im Vollbildmodus auf und wählt dann dementsprechend immer die beste Qualität. Ich habe es jetzt gerade mal ein bisschen leiser gestellt, aber man sieht halt, also so kann man sich jederzeit dann die Videos angucken, die Freunde gerade gepostet haben, ohne dass ich dafür an den PC gehen muss. So, gehen wir da mal wieder raus. Und wie gesagt, das sind jetzt hier alles. Hier haben wir jetzt mal eins von Twitter, was gepostet wurde. Und könnten wir uns dementsprechend anschauen. Gehen wir jetzt zurück zum Hauptmenü und gehen wir zum nächsten Punkt. Das ist die sogenannte Warteliste. In der Warteliste kann ich jetzt Filme oder auch Musik auswählen, die ich gerne mir nochmal anschauen möchte. Beispielsweise eine ganz nette Funktion, ich kann da auf meine lokale Mediathek zurückgreifen, das heißt auf die Filmsammlung, die ich gleich nochmal zeige. Oder aber auch dieses hier zum Beispiel, was ich jetzt gerade hier ausgewählt habe, ist ein YouTube-Video, was ich am PC mal gesehen habe. Und über ein kleines Bookmarklet im Browser, was ich speichern kann, kann ich dieses Video dann quasi an meine Boxy-Box schicken. Das ist jetzt hier. Auch das spiele ich einmal ab. Ist jetzt genau dasselbe, als wenn es jetzt ein Freund von mir bei Facebook beispielsweise gepostet hätte. Das heißt, hier sehen wir wieder, er ruft YouTube auf und das Video startet in kurzer Zeit. Und jetzt hat man auch gesehen, dass es beim zweiten Start dann wesentlich schneller geht als beim ersten Start. So, kommen wir zum nächsten Menüpunkt. Das sind dann die Serien. Auch da klicke ich jetzt mal drauf und dann, das dauert immer dementsprechend ein bisschen länger, je nachdem, wie viele Serien sich in meiner Datenbank befinden. Und hier habe ich jetzt einmal die Serien in der Coverübersicht. Was jetzt hier wahrscheinlich direkt auffällt, ist hier, dass die zweite Serie, dass das Cover fehlt oder dass ich hier Desperate Housewives beispielsweise zweimal habe. Das liegt daran, weil ich die Serie noch nicht ganz perfekt eingerichtet habe bei mir. Das muss ich nochmal überarbeiten, aber um die Grundfunktion zu zeigen, reicht das, denke ich mal. Das heißt, hier kann ich durch meine verschiedenen Serien scrollen. Auch Grey's Anatomy habe ich hier zweimal. Anhand von Dexter jetzt hier, klicke ich jetzt mal drauf. Habe dann unterhalb jeweils die einzelnen Staffeln. Das heißt, ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Oben links ist jetzt Staffel 4, darunter die einzelnen Folgen und rechts auch noch immer eine kurze
kurze Beschreibung von dem, was in der Episode vorkommt. Hier ist dann schon Staffel 3 und dementsprechend könnte ich das jetzt noch weiter runterziehen bis zur Staffel 1. Und von hier aus könnte ich mir das dann jetzt anschauen. Wenn ich es jetzt abspielen, kann ich ja gerade einmal machen. Dann ruft er jetzt quasi die Datei von meiner Festplatte, die an der Voxbox angeschlossen ist, auf. Und dann sehe ich es jetzt hier. In diesem Fall ist es jetzt ein 720p Video. Und gehen wir hier auch einmal wieder raus. Also wie gesagt, das ist halt die Serienverwaltung, die ich hier habe. Man kann mich hier durch die verschiedenen Serien, die in meiner Datenbank gespeichert sind, durchscrollen und mir jeweils die aktuelle Episode anschauen. So, kommen wir zu einem der interessantesten Punkte. Das ist eigentlich meine Filmsammlung, die ist relativ groß und dauert beim ersten Start ein bisschen. Aber jetzt haben wir gesehen, geht doch relativ flott. Und hier hätten wir jetzt meine gesamten Filme in der Übersicht. Jeweils wieder die schöne Cover-Ansicht. Ist alphabetisch sortiert, sodass wir uns hier schön durchscrollen können. Und genauso wie bei den Serien, auch hier rechts sehen wir im kleinen Text nochmal die Kurzbeschreibung. Ist jetzt in diesem Fall relativ, kann man nicht so viel von lesen. Wir können die Ansicht allerdings auch umstellen. Das mache ich jetzt hier mal. Das heißt, dann habe ich jetzt hier links die Titel einzeln aufgelistet und je nachdem, wie ich mich dann da durchscrolle, werden mir auf der rechten Seite die Cover ein bisschen größer angezeigt. Angenommen jetzt, ich möchte jetzt, wie gesagt, das Alphabet ist sortiert, können wir auch noch umstellen, zeige ich gleich auch nochmal. Angenommen, ich bin jetzt hier bei A angelangt, ich möchte jetzt gerne mal was von I sehen, beispielsweise Inception, springe ich zum Punkt I. Und suche mir dann jetzt hier nur noch den Film Inception raus und könnte ihn mir jetzt hier ansehen. Wenn ich jetzt hier einmal draufklicke, haben wir noch verschiedene Möglichkeiten, die wir hier oben in den Buttons sehen. Ganz kurz nur einmal, hier könnten wir uns eine Vorschau ansehen, also das heißt den Trailer von diesem Film. Der Trailer ist nicht auf meiner Festplatte gespeichert, sondern wird jetzt bei YouTube rausgesucht. Und jetzt startet der Trailer, ist meistens allerdings in englischer Sprache. Ich vermute, das ist jetzt auch der Fall. Ja. Und dann, ich stelle es mal gerade wieder ein bisschen leiser, zeigt er mir den Trailer an. Auch da wählt er jeweils wieder die beste Qualität, die er dann dazu finden kann. Gehe ich hier auch mal wieder kurz raus aus dem Trailer und dann habe ich, wenn ich jetzt nochmal gerade in diese Übersicht gehe, hier kann ich mir noch mal eine Info anschauen, wo ich den Text ein bisschen länger sehe. Den kann ich individuell gestalten, was für ein Text da entstehen soll. Ich habe eine relativ kurze Form genommen und auch da nochmal drei Darsteller. Auch die kann man dann ein bisschen mehr sich anzeigen lassen, wenn man möchte, und der Regisseur taucht auch auf. Was haben wir hier noch? Hier kann ich es auf die Warteliste setzen lassen, was ich eben am Anfang einmal kurz gezeigt hatte. Das heißt, wenn ich den Film jetzt später sehen möchte, sage ich jetzt hier, okay, Warteliste. Oder bei mir privat ist es jetzt zum Beispiel so, meine Freundin guckt sich durch die Videosammlung durch und die Filme, die für sie interessant sind, setzt sie auf die Warteliste und dann entscheiden wir am Ende gemeinsam, welchen Film jetzt gucken. Hier könnte ich ihn jetzt als gesehen markieren. Das heißt, einfach eine Übersicht für mich nochmal, diesen Film habe ich jetzt gesehen. Und hier könnte ich das Ganze jetzt bei Facebook oder Twitter posten. Wenn ich diesen Film jetzt zum Beispiel starten würde, würde dann bei Facebook oder Twitter oder Google Buzz, je nachdem wie ich es eingerichtet habe, automatisch posten. Okay, ich gucke jetzt gerade Inception auf der Voxybox. Hier rechts nochmal der letzte Punkt, identifizieren. Falls es mal vorkommen sollte, dass die Voxybox den Film falsch erkannt hat, das heißt, dass es sich dabei gar nicht um Inception handelt. Das ist eigentlich dieses Menü hier. Unten rechts auf Abspielen, ich mache es jetzt nochmal kurz, würde er jetzt den Film starten. Das ist jetzt bei Inception ein 1080p-Film und mit DTS-Sound auch. Und man sieht ja, also der Film ist sofort da. Und nicht wundern, falls es schwarz auf dem Video auch schwarz-weiß ist, das ist bei Inception in diesem Fall bei diesem Warner Bros. Trailer ganz normal. Muss ich jetzt wieder ein bisschen lauter stellen.
Genau. Und ich denke, ja, jetzt sollte der Ton ja auch im Video hörbar sein. Und ich kann jetzt auch jederzeit vorspulen. Ich stelle es mal gerade ein bisschen leiser. Hier unten kann ich jetzt zum Beispiel vorspulen. Ich mache das jetzt hier mal auf Stunde 8. Und wie gesagt, funktioniert beim 1080p Video, zack, sofort ist er an der Stelle. Was uns jetzt natürlich wahrscheinlich direkt auffällt, der Untertitel ist an. Überhaupt kein Problem, den können wir uns jederzeit ausschalten. Hier kann ich jetzt zum Beispiel sagen, okay, Untertitel möchte ich jetzt nicht haben und wir sehen schon sofort, der Untertitel ist weg. Kann natürlich auch die Sprache ändern, das heißt in diesem Fall habe ich hier auch noch das englische Tonformat. Und jetzt habe ich das englische Tonformat. Was haben wir denn noch hier? Das heißt, wir können auch nochmal die Videogröße ein bisschen anpassen. In diesem Fall habe ich es jetzt ein bisschen rangezoomt, sodass wir zum Beispiel die schwarzen Balken wegkriegen. Eine 4:3 Ausgabe, falls ich keinen 16:9 Fernseher habe, eine 14:9 Ausgabe. Also man kann hier wirklich, wie gesagt, ein bisschen rumspielen. Und ja, was eventuell noch ganz interessant ist, ich beende das Video jetzt gerade einmal wieder, ist, muss mal gerade schauen, wo das jetzt war. Nee, da hatten wir einen Untertitel. Ich suche jetzt mal einen Film raus, wo wir keinen Untertitel haben. Ich glaube, hier bei Into the Blue, da habe ich keinen Untertitel mit drin. Dauert einen kleinen Moment, bis der Film gestartet ist. Kann ich jetzt hier über den Punkt CC, sucht er jetzt automatisch von opensubtitles.org, sucht er mir Untertitel zu diesem Film, muss ich nur noch meine Sprache raussuchen. Schau mal gerade, er findet leider nicht immer dann auch alle, das heißt in diesem Fall jetzt für mich einen deutschen. Schau mal, ob da jetzt einer bei ist. Sieht aber ehrlich gesagt natürlich schlecht aus in diesem Beispiel, wie das immer so ist, der berühmte Vorführeffekt. Ja, also man sieht hier schon, wir haben hier verschiedene, leider ist Deutsch jetzt natürlich in diesem Fall nicht dabei. Ich will jetzt mal Spanisch aus und sage ich jetzt hier, okay, diesen Subtitel möchte ich jetzt haben. Dauert einen kleinen Moment und schon, jetzt habe ich in diesem Fall natürlich den spanischen Untertitel dann dabei. Aber vom Prinzip her, denke ich mal, sollte klar sein, dass das dann auch jeweils für den Deutschen funktioniert. Wie gesagt, greift da auf die Datenbank von opensubtitles.org zurück. Ja gut, was kann ich noch? Wie gesagt, ich springe jetzt mal zum Punkt U. Habe ich hier eventuell hier tödliches Kommando, so hört Lacker Fred auch ein schöner Film. Also wie gesagt, ich kann hier auch jederzeit direkt Buchstaben sortiert springen. Ja. Was haben wir denn noch? Nur einmal kurz, dass man das jetzt halt sieht, dass ich hier durchspringen kann. Ja. Und wie gesagt, ich kann jederzeit, ich gehe jetzt nochmal ganz an den Anfang zurück, das heißt, jetzt hat das nach Buchstaben sortiert, kann ich hier die Sortierung umstellen. Ich möchte jetzt zum Beispiel umdrehen. Das heißt, dass ich anstatt A bis Z, Z bis A sortiert habe, dauert natürlich einen kleinen Moment und jetzt fängt er bei Z an. Was haben wir noch? Wir können zuletzt hinzugefügte ganz oben anzeigen lassen. Was haben wir denn hier so Schönes? Hier zum Beispiel Drive Angry oder hier, solche Geschichten halten. Also das, was ich als letztes der Boxybox Neues gegeben habe, würde als oben anzeigen. Neueste zuerst. Bezieht sich jetzt halt auf den Erscheinungsdatum vom Titel. Das heißt, hier wäre jetzt der neueste Film ganz oben. Was haben wir noch?